Was heißt das, einen unrealisierten Verlust zu berücksichtigen? Stellen wir uns vor, wir haben ein Lager. Auf diesem Lager sind, sagen wir mal, 1000 Joghurts. Diese Joghurts wollen wir am nächsten Tag zum Markte tragen, um sie für 1 Euro pro Stück zu verkaufen. Jetzt hat irgendein Trottel die Kühlung ausgeschaltet. Und wir stellen fest, dass diese Joghurts alle verdorben sind. Dies ist ein unrealisierter Verlust. Warum? Der Verlust ist noch nicht durch einen Marktakt bestätigt. Durch einen Marktakt bestätigt wäre dieser Verlust, wenn wir jetzt auf den Markt gehen und uns die Kunden die Joghurts um die Ohren hauen. Ja, die sagen, 1 Euro, bist du eigentlich bescheuert? Ja? Ich gebe dir nicht 1 Euro dafür, ich gebe dir dafür 1 Cent. Weil unter gewissen Bedingungen kann ich das noch an die Schweine verfüttern oder sowas. Ich fantasiere jetzt. Ja? Dann habe ich wenn ich jetzt nur einen Cent bekomme, habe ich einen realisierten Verlust von 99 Euro Cent. So weit sind wir aber noch nicht. Wir sind noch nicht am Markt. Wir sind am Lager und stehen da gerade und sagen, welcher Trottel hat das Kühlhaus ausgeschaltet? Das ist ein unrealisierter Verlust. Wenn jetzt zwischendurch der Bilanzstichtag kommt, muss ich diese Joghurts abschreiben. Das ist die Berücksichtigung unrealisierter Verluste. Also der Tag, wo ich die zum Markte tragen will, ist ein paar Tage später. Dazwischen ist der Bilanzstichtag. So, am Bilanzstichtag muss ich diese Joghurts abschreiben. Und zwar, sagen wir mal, wir kriegen noch 1 Cent, weil wir es vielleicht irgendwie noch wegen der Eiweißhaltigkeit als Tierfutter verkaufen können, muss ich pro Joghurt 99 Euro Cent abschreiben. Gut, Sie müssen so vorsichtig wie möglich jetzt hier schätzen. Das heißt, im Zweifel eher niedriger. Das heißt, ich kann sich theoretisch zu 100% abschreiben. Oder, wenn Sie sagen, ich kriege da gar nichts mehr für, ich kann das nur noch wegschmeißen, müssen Sie komplett abschreiben. Dann müssen Sie jeden Joghurt mit 1 Euro oder was immer da an Wert aktiviert ist, müssen Sie abschreiben. Komplett abschreiben. Ja? Diese 1 Euro war ja ein Marktpreis. Das heißt ja nicht, dass die mit 1 Euro aktiviert sind. Ja? Aber es kann sein, dass Sie komplett abschreiben müssen. Ja? Das ist das Ungleichheitsprinzip. Was ist, wenn jetzt Joghurt knapp wird und der Preis für Joghurt steigt ins Unermessliche? Sie wissen unter Beobachtung des Marktes und durch Studium der Fachzeitschriften, dass Sie für die Joghurts jetzt nicht 1 Euro erzielen, sondern 100 Euro. Wie bilanzieren Sie jetzt? Zwischendurch ist der Bilanzstichtag wieder. Der Joghurtpreis steigt ins Unermessliche. Der Rohstoff wird knapp, eine Umweltkatastrophe verhindert, dass wir weitere Rohstoffe besorgen können. Die Joghurts sind mindestens 100 Euro pro Stück wert. Zwischendurch ist der Bilanzstichtag. Wir dürfen 100 Euro nicht reinschreiben. Unrealisierte Verluste werden anders behandelt als unrealisierte Gewinne im Paritätsprinzip und Realisationsprinzip. Ich darf Gewinne erst dann ausweisen, wenn sie realisiert sind. Sind die 100 Euro realisiert? Sie sind es nicht. Ich habe die Joghurts noch nicht zum Markt getragen und den Umsatzakt noch nicht getätigt. Ich darf es also nicht. Ich darf diese Gewinne nicht ausweisen.